Jesus aber wurde vor den Statthalter gestellt. Der Statthalter fragte ihn: Du bist der König der Juden? Aber es scheint egal zu sein, was wir antworten. Sie glauben uns nicht. Und sie legten ihm das Kreuz auf, dass er es Jesus nachtrage. Sie haben mir gesagt, ich darf nicht bleiben, aber ich habe Todesangst. Die Menschen verachtende Behandlung von Abschiebenden muss gestoppt werden. Herzlich willkommen also zu diesem Kreuzweg, zu diesem siebten Kreuzweg im Namen von allen Mitträgerinnen, und ich nenne die kurz. Das ist einerseits die Diakonische Basisgemeinschaft Roten Rosen, der Nordelbische Arbeitskreis Asyl in der Kirche, die Nordelbische Flüchtlingsbeauftragte Fanny Detloff, das internationale Diakoniecafé Why Not, die Arbeitsstelle Gewalt überwinden der Nordelbischen Kirche, die Solidarische Kirche Nordelbin und viele weitere Mitgestaltende. Die Solidarität, die uns Muslimen, die Menschen anderen Glaubens entgegengebracht haben, erfüllt uns mit Hoffnung auf die Zukunft. Und das wünschen wir uns für das künftige Zusammenleben. Wir wollen die Chance bekommen, diesen Staat, den wir auch als den unseren betrachten, mitzugestalten. Darum keine Ausgrenzung, wenn es um Ausbildungs- und Arbeitsplätze geht. Wir müssen alle zusammenwirken, damit es nicht zu einem Kampf der Kulturen kommt. Und es darf keinen Generalverdacht gegen Muslime geben. Wir bitten Gott, dass er den Journalisten und Politikern die Einsicht gibt, gerecht mit den Muslimen umzugehen. Dass die Bürger in den westlichen Staaten den Muslimen nicht mit Angst begegnen, sondern dass Muslime und Andersdenkende unvoreingenommen aufeinander zugehen, dass sich die Muslime angenommen fühlen können bei uns. Zum Abschluss singen wir noch einmal das Lied Schweige und höre. Schweige und höre, schweige. Studiert, so wie mein Bruder hier auch. Er hat den Islam studiert. Wir teilen viele Traditionen, viele biblische Texte sind uns gemein. Wir waren beide in seiner Heimat. Ich war bei seiner Familie zu Gast hier und auch schon in Afghanistan. Er war zu Gast bei meiner Familie. Uns beiden fällt es oft schwer, über den Streit der Religionen, den Kampf der Kulturen zu reden und es füreinander in Worte zu fassen. Gott, hilf uns, die Vernunft hochzuhalten, Toleranz nicht länger als Gleichgültigkeit zu vermarkten, sondern mit ihr ernst zu machen. Hilf uns allen, offener und angstfreier zu werden und Menschen auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, damit wir hören, wo ihre Angst, ihr Leid und ihre Last auch unsere ist. Amen. He's got the whole world in his hand. 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 He's got the tiny little baby in his hand. He's got the tiny little baby in his hand. He's got the tiny little baby. Wir bitten Sie als Zeichen der Gastfreundschaft, die Körbe mit dem Brot, aber auch mit einem Hinweis auf unsere Gästewohnungen weiter herumzugeben. Simon von Kyrene, Sie sind viele, die Peiniger. Die Spanne zwischen den Haupttätern und den Mitläufern ist sehr breit. Und viele werden unschuldig schuldig.
4 bis 6 Wochen lang verstecken die Gästewohnungen Hamburgs einige wenige Flüchtlinge. Die letzten Chancen eines legalen Aufenthalts in Deutschland sollen geprüft werden können. Wie in der Jesusgeschichte sind aber auch wir ergriffen. Nicht von abschiebenden Soldaten, sondern von dem Ruf unseres Gewissens. Du musst und du kannst etwas tun. Der menschenverachtenden Flüchtlingspolitik des Hamburger Senates zum Trotz. Wer die Bösen bestraft, verschont die Guten. Dieser Satz auf einem einfachen weißen DIN A4-Blatt hängt an der Wand eines Sachbearbeiters in der Ausländerbehörde. Ich sitze dort, in diesem Büro, mit einem 17-jährigen Mädchen aus Togo. Der Ton der Mitarbeiter ist hart und barsch. Eine Begrüßung oder irgendeine Höflichkeitsform scheint es hier nicht zu geben. Sie wiederholen immer die gleichen Fragen, auf die wir nicht das erste Mal Antworten geben. Antworten, die immer wieder die gleichen sind. Auf meine Frage, warum der Sachbearbeiter uns so schikaniert, antwortet er: Wer die Bösen bestraft, verschont die Guten. Dieses ist nur ein Fall. Er passiert jeden Tag aufs Neue. Menschen, die in unser Land gekommen sind und hier Schutz suchen vor Gewalt, Unterdrückung und Tod. Erleben Sie hier nicht ganz ähnliche Strukturen wie in Ihrem Herkunftsland? Wer die Bösen bestraft, verschont die Guten. Wer sind die Bösen und wer die Guten? Wer hat die Definitionsmacht? Was heißt hier Gut und Böse? Ich spüre Wut und gleichzeitig Ohnmacht in mir aufkommen. Wir sprechen von einer deutschen Behörde, in der ich als Gutmensch bezeichnet werde. Wenn ich mich hier schon so fühle, wie muss es erst Menschen gehen, die oftmals traumatisiert sind und hier Schutz suchten und sich eigentlich endlich in Sicherheit wähnten? In einem solchen Palast saß auch Pilatus vor 2000 Jahren auf dem Richterstuhl als Statthalter eines römischen Kaisers. Und heute arbeiten in diesen Gebäuden Richter der bundesrepublikanischen und hamburgischen Gerichte. Hier wird Recht gesucht, hier wird Recht vielleicht gefunden. Runter auf die Erde, maskierte Polizisten betraten den Strafraum der Abschiebhäftling in Fußmittel. So war es am 15.09.2005. Afrikaner aus verschiedenen afrikanischen Staaten, aus Ghana, Nigeria, Benin, Kamerun, wurden nach Togo abgeschoben. Die Leute sind nicht über den Zeitpunkt der Abschiebung in Kenntnis gesetzt worden. Sie sind nachts ohne Vorankündigung aus dem Betten geholt worden. Eine von ihnen ist sogar im Schlafanzug mitgenommen worden. Mein Gott, warum lässt du mich so allein? Und wir sollten schreien, Vater, vergib uns. Wir wissen, was wir tun. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, live in my heart. Thy glory is near. We shall overcome someday.
Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, dessen, der damals den Weg zum Kreuz ging und der auch heute diesen Weg mit uns gegangen ist. Vater, Mutter in unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Es ist für alle genug da, denke ich mal. Schön, dass ihr alle da seid.